So, hallo, ich grüße euch hier zu einem neuen Video von Lassen Sie es krachen. Ich habe hier was Interessantes liegen, was hochinteressantes. Das werden wir jetzt an die Glocke bauen. Und zwar ist das ein sogenannter, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Clip-Tro. Ja, so ähnlich spricht man das aus. Im Grunde ist das nichts anderes als wie eine Klammer, die an die Glocke kommt. Zum Führen. Idealerweise Inside, wie man es hier auf den Bildern sieht, wie auf so einem Inside-Holster. Ja, und das ist im Endeffekt nur die Klammer, die wir dran machen, wie bei einem Kugelschreiber oder eben hier bei meinem Messer hinten dran, hier der Clip, einfach nur um den in die Hose reinzustecken, wie auch immer. Ja, dafür ist das Ding hier da und das kann man, wie gesagt, jetzt hier mal an die Glock basteln. Und das werden wir jetzt gemeinsam tun. Und dafür müssen wir nur hier hinten die Deckplatte abmachen, ersetzen durch die, die hier mit drin ist. Die hat zwei Löcher und da schrauben wir das Ding dann dran. Im Grunde ganz einfach. Das machen wir jetzt hier mal gemeinsam. Und dann werden wir natürlich auch mal die Probe auf Exempel machen und werden das natürlich auch mal testen, wie gut das funktioniert. Wenn euch das Ding gefällt, Link findet ihr wie immer natürlich in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, jetzt packen wir das erstmal aus. So, das ist eigentlich schon alles, was wir brauchen. Wir haben hier den Clip, wir haben hier die Deckplatte, wir haben vier Schrauben, obwohl wir wahrscheinlich nur zwei brauchen. Wir haben dazu die Unterlegscheiben und auch ein Imbus ist schon dabei. Mehr brauchen wir nicht. Wie montiert man das jetzt an die Waffe dran? Und dafür werden wir jetzt einfach erstmal den Schlitten hier nach hinten ziehen. So, so dass der hinten einrastet. Jetzt müssen wir die Kappe abnehmen, einfach nur jetzt hier funktioniert nicht, sondern wir müssen jetzt hier den Schlagbolzen ein Stück zurückziehen. Dafür nehmen wir was Spitzes oder einen kleinen Schraubenzieher und haben hier hinten, wenn wir hier dazwischen gehen, hier dahinter so eine kleine Plastikkappe, Nase, die kann man so runterdrücken. Und dann geht das. So, wir müssen jetzt einfach nur die Kappe hier nach unten drücken und dann können wir hier den Deckel abziehen. Und das war es. Jetzt langsam vorgehen, sonst fliegt uns hier nämlich gleich der Schlagbolzen weg. So. Und das war es schon im Grunde. Das ist jetzt hier die originale Deckplatte und die werden wir jetzt ersetzen. Und zwar kommt jetzt einfach nur diese drauf. Dafür einfach nur wieder hier hinten schon mal so leicht drauf schieben, soweit wie es eben nur geht. Jetzt nehmen wir hier den Schlagbolzen oben an der Kante, schieben den erstmal rein, soweit es eben nur geht. So, bringe dabei schon Druck hier drauf die ganze Zeit, dass er gleich reinrutscht. Und dasselbe machen wir jetzt auch hier mit dem Druckbolzen. Auch den einfach hier so nehmen, reinschieben und dann gleichzeitig hier schon drücken mit dem rechten, dass das komplett reinrutscht. Und das war's, das sind alle drin. Zack, bis es Klick macht. So, und das war's im Grunde schon. So, ich denke, der nächste Rest ist jetzt relativ selbsterklärend. Da ich sie rechts halte und wenn dann so in die Hose reinstecke, muss ich natürlich auf dieser Seite den Clip haben. Das heißt, ich lege mir den jetzt hier so drauf und ja, nehme jetzt eine Unterlegscheibe und eine Schraube. So, nachdem beide Schrauben hier reingedreht worden sind, natürlich nochmal erst per Hand und dann nochmal mit dem Imbus hier natürlich der beigefügte nochmal gut nachziehen. Ja. Und das war es im Grunde schon. Schon ist der Clip dran. Ich finde, das ist sogar, wenn man es von oben hier sieht, relativ unauffällig, muss ich sagen. Dennoch kann man hier wunderbar ziehen, wenn man hier mal schaut. Also das stört natürlich auch nichts. Die Hülse kann immer noch wunderbar, sage ich mal, raus. Und ja, das war's. Einwandfrei. Können wir jetzt schön in die Hose reinstecken. Das stört nichts. Wunderbar. Dann werden natürlich noch die Fragen kommen, wie schaut es denn mit den Holstern aus? Entweder drüber holstern, bei dem Phobos-Holster kann man sogar nach innen holstern, auch kein Problem. Wie schaut es hier bei so einem Zytec-Holster aus? Selbes Spiel, ich kann drüber holstern, jetzt wird es nur problematisch, wahrscheinlich hier mit dem Drücken. Ja, und das habe ich mir schon gedacht, wir können jetzt hier den Knopf, es geht schon, aber natürlich extrem bescheiden. Ja, und nach innen. Würde gehen, geht straff, aber es geht rein. Jetzt kann man natürlich ganz entspannt hier drücken und rausziehen. Also es geht schon, es steht nur leicht ab. Also man könnte immer noch holstern, aber ich denke mit der Klammer ist ja wirklich immer jedes Holster überflüssig. Für die, die es verdeckt tragen wollen zum Führen, für die Waffenträger wie für mich ist sowas natürlich ideal. Ja und zu guter Letzt noch die Frage,
passt denn die Glock mit diesem Teil denn auch noch ins Carport rein? Interessante Frage. Wollen wir das doch mal direkt, würde ich sagen, testen. Und zwar habe ich hier das Capos Generation 2 und da schauen wir doch mal, ob das hier noch reinpasst. Setzen wir das hier rein, klappen mal rum und es passt Tatsache rein. Machen wir hier vorne zu, das ist einspannt, klappen hier hinten hoch, schieben den Bolzen durch und sie steckt drin mit der Klammer. Kann wunderbar, wenn man hier repetiert, ihr seht, es schleift ein bisschen wahrscheinlich hier dran, minimal, also es liegt direkt hier an. Oh mein Gott, ein bisschen Gebrauchsspuren, ist eine Waffe, was soll das? Das macht es ja gerade interessant. Ha. Also es klappt wunderbar, es passt auf jeden Fall auch in das Carport, zumindest in das G2 rein. Bei dem Nachfolger vom Carport G2 ist das Carport Scott. Allerdings muss ich euch hier enttäuschen. Hier passt leider nicht rein. Sie ist um einiges hier auch enger und schlanker gebaut. Und ja, hier scheitert es leider. Wenn wir die jetzt hier so hier reinsetzen, kriege ich es nicht hoch, weil es einfach hier auf der Rückseite anschlägt. Also ich komme hier nicht drüber. Es stört einfach, es ist hier zu dick. Ich komme hier nicht rein. Das klappt hier leider nicht, aber wie gesagt, beim Carbos bei der Generation 2 ist es kein Problem. Tja, dann würde ich sagen, fahren wir mal auf den Schießstand und machen damit mal noch ein paar Schusstests. So, jetzt bei den Schussübungen. Ich finde es angenehm zu tragen, besser wie jedes Holster. Wenn man dann irgendwie die Holster hat, nimmt mehr Platz weg, es drückt ein bisschen mehr. Ich finde, das liegt extrem gut an. Und man sieht wieder, dazu werden wir separate Videos machen, für Leute, die die Waffe eben führen, so wie ich, ist es auch das A und O, sowas zu trainieren. Weil man hat einfach Störfaktoren, die sonst nicht gegeben sind. Man hat zum Beispiel jetzt gerade vorhin im Video gut gesehen, das T-Shirt habe ich natürlich locker drüber, weil ich sage, ich trage sie verdeckt. So, das heißt, ich habe natürlich erst einen Punkt schon, das T-Shirt muss ich erstmal hochziehen. So, dann muss ich die sauber greifen. Und in dem Moment, wenn ich schieße oder den Magazinwechsel mache, habe ich halt auch solche Störfaktoren wie, das Polo hängt jetzt über der Magazintasche. Ich ziehe und verhedder mich an dem Polo. Das sind aber Sachen, das hast du einfach. Ne? Man kann natürlich vorsorgen, man sucht immer so enge Klamotten anzuziehen, so die Haut eng drin sind, dass du sagst, sie liegen schön im T-Shirt drin, dass es nicht stört. Aber du willst ja auch verdeckt tragen. So, das heißt, du musst was Lockeres anziehen, was drüber hängt. Das sind einfach so Störfaktoren und das muss man trainieren. Und das machen viele falsch, die immer sagen, du musst dein Ziel im Auge behalten. Auch das ist sowas, wo ich sage, da will ich mich auch in Zukunft mehr trainieren, mehr üben. Die Augen gehen immer dahin, was man macht. Das ist A und O. Das heißt, nicht schießen und Magazin wechseln, ich touch hier rum und finde nicht, wo ist es denn, sondern Schuss, du guckst hin, siehst dein Magazin, guckst zur Waffe, die Waffe hantiert vor deinen Augen, dass du trotzdem einen Fokus auf der Waffe hast, der Hintergrund trotzdem noch siehst und schiebst da das Magazin sauber rein. Aber das sind Prozesse, die muss man einfach trainieren, aber da kommen wir, wie gesagt, dann mal später zu, so Trockenübungen, die wir machen. Ansonsten, wie gesagt, ich bin so zufrieden. Steckt schön hier in der Hose drin. Ich würde sagen, das kann man lassen, das passt so. Und ja, kann ich euch definitiv empfehlen. Link in der Videobeschreibung. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Danke fürs Anschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns doch bitte einen Daumen nach oben. Und wenn du weitere Videos von uns sehen möchtest, kannst du direkt hier unter diesem Video unseren Kanal abonnieren und auch bei deinem Smartphone unter dem Video einfach auf Abonnieren klicken und danach direkt auf Benachrichtigung aktivieren. Dann wirst du immer einer der Ersten sein, der unsere neuen Videos sieht.